Hallo, wir sind die Unterstufensprecherin der Melanchthon-Schule Steinertal. Ich bin Chantal. Ich heiße Lea. Und ich bin Lina. Wir sind alle drei aus der Klasse 7a und heißen euch herzlich willkommen an der Melanchthon-Schule. Wir stehen gerade hier vor dem Altbau. Das ist das älteste Gebäude von unserer Schule. Im Altbau befindet sich zum Beispiel das Sekretariat, die Wirtschaftsleitung, das Lehrerzimmer und das Zimmer von Herr Otto und Herr Rampft. Dann gehen wir mal rein. Hier ist das Sekretariat. Guten Morgen, Frau Fröhlich. Wir stellen dir jetzt ein paar Fragen. Guten Morgen, ja schön, hallo. Was soll ich denn für Fragen beantworten? Wie viele Schülerinnen gibt es denn auf unserer Schule? Schüler und Schülerinnen haben wir 665 insgesamt. Davon sind 18 in den Klassen 5 bis 9 und in der Oberstufe, ja, ist der Rest halt, gell? Da haben wir ungefähr, ich glaube, 12 Tutorengruppen müssten das sein. Und aus welchen Gemeinden und Orten kommen die Schüler so? Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben viele verschiedene Landkreise. Einmal der Kreis Hersfeld-Rodenburg, der Vogelsbergkreis und der Schwalm-Eder-Kreis. Und sogar Marburg-Biedenkopf. Also wir haben auch Schüler aus Kirchhain, aus Niederaula, aus Schrecksbach, Ottrau, Gemeinde Oberaula. Die ist also ganz unterschiedlich. Auch aus dem Knüll haben wir einige, aus Appenfeld, das ist schon sehr weit. Die haben echt einen langen Anfahrtsweg, aber die nehmen das alle gerne in Kauf scheinbar. Ach so. Und wie viele Lehrer sind hier auf der Schule tätig? Ungefähr mit den LIFs, also mit den Referendaren, haben wir so ca. 64. Okay, dann vielen Dank für das Interview. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ich baue jetzt. Ha. Okay. Hi, schön, dass ihr da seid. Ja, gern. Oh, ich muss eine Karte ziehen. Ne? Ja. Was kann man hier so alles machen? Also, die Spielothek ist der Pausenaufenthaltsbereich für die Schüler. Und wie ihr seht, man kann hier ganz viele Spiele spielen. Wir haben hier alle aufgelistet mal, was man alles so spielen kann. Also für jeden ist was mit dabei. Und man kann auch einfach gern nur auf den Sofas chillen oder auch Kicker spielen. Das geht auch. Und wenn man draußen ganz aktiv was machen will, kann man auch sich einen Ball ausleihen oder Jonglierbälle oder auch Diabolos und da einfach draußen ein bisschen Fußball spielen oder irgendwas machen, worauf man Lust hat. Und das kann man alles in den großen Pausen machen und auch in der langen Mittagspause. Okay, danke. Was ist Ihre Aufgabe als Schulsozialarbeiterin? Also ich bin zum einen hier in der Spielothek und das macht mir total viel Spaß, weil ich damit immer Kontakt mit den Schülern habe. Ja? Also ich kriege mal mit, was so los ist, ob gerade viel Stress ist in der Schule oder ob es gerade gut geht. Aber bin als Schulsozialarbeiterin natürlich dann noch da, wenn es mal den Schülern nicht so gut geht. Also wenn man mal einen Konflikt in der Klasse hat oder auch mit den Eltern gerade mal Zoff hat, dann spreche ich mit den Schülern und wir gucken dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Außerdem bin ich dann auch bei Klassenlehrern mit dabei, wenn es um Klassengemeinschaft geht oder um sich wohlfühlen in der Klasse, da unterstütze ich die Klassenlehrer dabei. Genau. Okay. Ach Conny, eine Frage hätten wir noch. Wer hilft dir eigentlich so in der Spielothek? Also, ich habe natürlich ein Spielotheksteam, weil alleine könnte ich das gar nicht alles machen, die ganzen Öffnungszeiten. Hier oben sieht man, meine Schüler, die sind immer in den Mittagspausen da und helfen mir in der Spielothek. Und genauso wird die Spielothek auch dafür genutzt, dass man in der Nachmittagsbetreuung hinterher noch die ganzen tollen Spiele nutzen kann. Das ist nämlich immer so, dass wir von Montag bis Donnerstag bis 15.10 Uhr gewährleisten, dass eine Betreuung stattfindet. In der Anfangszeit werden dann gemeinsam die Hausaufgaben gemacht, sodass man nicht zu Hause nochmal anfangen muss. Und dann, wenn man dann noch Zeit hat, werden die ganzen Spiele genutzt und man kann einfach Spaß haben mit seinen Freunden und zum Beispiel Fußball spielen. Danke. Tschüss.
Fragen stellen. Sag mal, wie seid ihr eigentlich hier auf die Schule gekommen? Ja, also ich habe halt hier eine Bewerbung geschrieben und dann bin ich auf die Schule gegangen. Also ich hatte Empfehlung fürs Gymnasium und ich hatte halt, keine Ahnung, ich fand Schweine und so war irgendwie zu überfüllt. Deshalb bin ich auf der Schule. Und ich finde es cool. Ja, ich finde die auch ganz cool. Ja, also mein Vater ist halt auf dem Schweingymnasium Lehrer. Und deshalb wollte ich da nicht so gerne hin. Okay, danke für euch. Ciao. Ciao. Hi. Hi, wir wollten dir ein paar Fragen stellen. Sag mal, wie bist du eigentlich hier auf die Schule gekommen? Mein Cousin und mein Bruder waren hier auf der Schule, da wollte ich auch auf die Schule gehen. Wie findest du sie so? Gut. Okay, danke. Tschüss. Ja, komm, schieß los. Findet ihr die Schule so? Richtig geil. Ja, also. Und warum seid ihr hierher gekommen? Weil Krafti hier ist. Ja, ich wusste. Hallo. Wir haben ein paar Fragen an euch. Echt? Ja. Findet ihr die Schule so? Ja, schön klein, übersichtlich, sehr ruhig und also ich fühle mich hier wohl. Ja, ich auch. Wie viele Jahre sind wir jetzt hier? 5, ne? Und also ich will nicht hier weg, ja, muss ich sagen. Danke. Bitte, tschüss. Kein Problem. Also hier ist unsere Mensa. Ja, und da ist Frau Montanus. Hallo, Herr Reitz. Hallo, ihr beiden. Wir haben ein paar Fragen. Gut. Und zwar, wir sind ja auch bei dem Orchester. Was machen wir heute so? Heute haben wir die letzte Probe vor unserer großen Generalprobe und wir werden nur noch die schwierigen Stellen erarbeiten. Sind Sie schon aufgeregt? Ich bin mit euch immer ein bisschen aufgeregt, weil es muss ja im Weihnachtskonzert alles gut funktionieren. Für wen ist das Orchester? Nun, ihr wisst ja, dass bei mir im Orchester alle Schüler vom 5. bis zum 13. Schuljahr mitspielen können und im Moment sind wir fast alle ab dem 7. Schuljahr. Wir haben noch andere tolle Angebote, die Kletter-AG mit Herrn Bödecker. Sowie die Holzwerkstatt und die Eisenwerkstatt. Und unser neuer Fußballkäfig. Hier noch der große zentral gelegene Sportplatz. Und unser Steinerhaus. Das ist unsere Schule. Sie hat euch ja sicher gefallen. Und wir freuen uns auf euch, wenn ihr demnächst zu uns kommt. Außerdem sind wir eure neuen Buddies. Buddies sind Leute, die euch unterstützen und euch helfen, wenn ihr noch Fragen an die Schule habt. Tschüss!